wir heute hier sein dürfen. Palazzo, die Dinner-Show im Spiegelpalast, im Spiegelzelt, zum 15. Mal in Stuttgart. Was ist es für Sie für ein Gefühl, 15 Jahre in Stuttgart? Kribbelt es da immer noch? Ja gut, ein bisschen kribbeln gehört immer dazu. Und im Prinzip nach der Saison ist vor der Saison. Das heißt, während der Spielzeit macht man sich dann schon Gedanken für die neue Saison, schaut, ob man Fehler gemacht hat, die man tatsächlich die man auch wieder ausbügeln kann. Und ich muss sagen, dass es 15 Jahre sich etabliert hat, das Zelt in 15 Jahren, dass es eine Wachstumsrate auch zu verzeichnen hat, spricht eigentlich dafür, dass das Produkt hier angekommen ist, dass es vom Publikum angenommen wird und dass es für die Gäste einfach ein spannender Abend ist, wenn sie hierher kommen können. Spannend wird er sicher sein, sowohl von der Artistik, Akrobatik her, aber natürlich auch von der kulinarischen Seite. Was muss ein Palazzo-Menü haben, damit es funktioniert? Gut, zunächst muss man versuchen, natürlich Produkte auf den Teller zu bringen, die allgemein gefällig sind. Also mit Wild oder mit Lamm als Hauptgang wird man sich jetzt schon wieder schwer tun, weil einfach ein hoher Prozentsatz von Gästen kein Wild mag. Ja. Dann müsste man Alternativen fahren, die aber im Kontext hier in die Gesamtheit schwierig umzusetzen wären, weil er hat ja nur ein bestimmtes Küchenteam. Und wenn dann andere Handgriffe dazwischen laufen würden, dann wäre das nicht mehr in der Perfektion, in der Qualität umzusetzen. Das heißt also, in der Regel denke ich mein Hauptgericht aus. Und um das Hauptgericht herum wird dann die Vorspeise, das Zwischengericht und das Dessert dann noch weiterentwickelt. Die Artistik, inwiefern sind Sie da mit eingebunden oder sagen Sie, das sollen die Profis aus dem Showbereich machen, ich kümmere mich ums Kulinarische? Auf die Show selber habe ich direkt keinen Einfluss, aber es ist in der Show, ich meine, wenn man so viele Jahre dabei ist wie ich, ist in der Show wie mit dem Essen auch, es gibt Artisten, die einem mehr, es gibt Artisten, die einem weniger gefallen, es gibt Nummern, die findet man außergewöhnlich, dann gibt es Nummern, wo man sagt, naja, okay, hätte ich jetzt vielleicht nicht gebraucht, aber mit dem Essen ist es natürlich genauso, jeden Geschmack kann man nicht treffen, jeden kann man abholen. Aber man setzt ein Leitbild, an dem orientiert man sich, wenn aber 98% sagen, das ist ein tolles Menü, dann muss ich einfach bei den 2%, muss ich tolerant sein, muss sagen, okay, aus welchen Gründen auch immer, könnte ich die jetzt nicht abholen. Es gibt auch Menschen, die mit sich selber Probleme haben, wir müssen die Probleme nicht unbedingt auf unserer Seite gelegen haben. Ja. Insofern ist das einfach eine Sache, aber dann lernt man mitzuleben. Was muss so ein Menü haben, damit es vor allen Dingen hinter den Kulissen funktioniert? Ich meine, Sie haben ja mit Sicherheit hier auch eine große Brigade, sage ich jetzt mal, die müssen ja alle Hand in Hand und auf den Punkt funktionieren, sowohl das Personal als natürlich auch die Ware. Gut, das funktioniert natürlich, die Erfahrungswerte haben wir natürlich. Okay. Wenn das Menü erfasst ist, zu Papier gebracht ist, dann haben wir da draußen variable Containerküchen, die immer bedarfsgerecht auf das Menü zugeschnitten, eingerichtet werden. Das heißt, wenn ich jetzt ein Gericht mache, wo der Hauptgang im Kombidämpfer gegart wird, dann habe ich einfach 3 oder 4 Kombidämpfer, wo ich dann mal 300, 400 Innenbrüste auf einmal minutiös garen kann. Wenn jetzt ein ganzes Rinderfilet kommt, da brauche ich dann vielleicht einen anderen Ofen dafür. Also insofern wissen wir dann, wenn das Menü steht, auch im Patisserie-Bereich, was man dann im Maschinenpark braucht. Und so richten wir die Containerküchen ein. Wir haben die Spülküche, die ist dann getrennt, haben eine kalte Küche, wo eben die Vorspeisen gemacht werden. Dann haben wir die warme Küche, wo dann das Zwischengericht, der Fischgang oder in dem Fall jetzt in diesem Jahr die Suppe mit dem Kleinpilzflan zubereitet werden. Dann wird der Hauptgang gemacht und für die Dessert haben wir wiederum einen anderen Bereich, wo das Dessert zubereitet wird. Dann haben wir außerhalb der Küchen gibt es dann eine Schickstation, wo ein Förderband steht. Aha, und wie ich schon gerade gesagt habe, die vorbereiten Zutaten kommen dann, laufen dort zusammen und jeder Mitarbeiter einen Handgriff setzt dann im Prinzip seinen Handgriff auf den Teller auf und dann läuft es hier innerhalb von 15, 20 Minuten. Laufen hier 400 Teller übers Band. Jetzt gibt es außer Palazzo natürlich noch viele andere Dinge, die Sie machen. Gut, Palazzo läuft jetzt hier. Wir haben Mitte November bis März, meine ich, ist es angedacht. Bis 12. März, meines Wissens, ist der letzte Spieltag. Ja. Genau. Aber da machen Sie natürlich eine Pause, bis nächstes Jahr März wieder Premiere sein wird. Was macht ein Harald Wohnfahrt, wenn er nicht Palazzo macht? Ich betreue das Festspielhaus in Baden-Baden mit dem AIDA Restaurant. Eine ganz tolle Veranstaltungslocation, wo natürlich viel internationales Publikum mit höchsten Ansprüchen auch kommt. Aber im Festspielhaus ist so,
dass eben auch nur zu Spielzeiten, wenn irgendwelche kulturellen Veranstaltungen stattfinden oder Konzerte stattfinden, dass dann auch das AIDA-Restaurant geöffnet ist. Ich habe also kein à la carte Restaurant, wo man täglich hingeht, sondern wirklich nur bucht, wenn dann gespielt wird. Ja, ja. Und da entwickle ich 5 Speisekarten im Jahr, trainiere auch die Köche auf die Karte ein, die ich dort mache. Und eine spannende Aufgabe, aber darüber hinaus habe ich ein eigenes Unternehmen gegründet mit einem jungen Partner zusammen. Der Firmensitz ist in Drittenheim mit dem Weinhaus Weiler Glüserath. Das ist eines der 5 besten Weingüter an der Mosel. Aha. Kleines, überschaubares Weingut. Der hat innerhalb seines Weinhauses hat eine kleine Kochschule. Wir können da Catering-Veranstaltungen anbieten. Und hat eine Kochschule dabei und kann aber auch innerhalb des Weinguts, hat er 2 kleine Restauranträume, wo man bis zu 60 Gäste betreuen kann. Aber nicht als öffentliches Restaurant, sondern wo man individuell einen Geburtstag buchen kann, eine Hochzeit buchen kann. Ja. Darüber hinaus habe ich eine Kooperation mit der LSG noch, die mich zu verschiedenen Beratungsgesprächen dann oder Sonderevents einladen werden. Und jetzt muss ich aber langsam begrenzen, weil mehr geht dann gar nicht. Irgendwann muss man. Ne? So, an der Grenze, wo ich sage, das kann. Das ist alles gut. Okay, prima. Aber es sind schöne Herausforderungen. Ich freue mich auf die Aufgaben natürlich. Und ich kann mir im Vorfeld immer anschauen, was kommt auf mich zu, was liegt mir, was möchte ich. Und, dann suche ich mir das aus, was ich möchte. Genau. Und dann kann man es auch verkraften, wenn es mal stressiger wird. Wenn man es selber gewollt hat, ne? Und einem nicht aufgerückt wird. Okay, ich würde es jetzt für den Moment an dieser Stelle belassen. Ja. Offiziell. Für die Kamera, vielen Dank. Gerne. Für die Einladung und wir sind gespannt, was wir nachher erleben werden. Na, wird schön, wenn Sie sehen. Prima. Toller Abend, ja. Okay, super. Also zum Wohle. Also, zum Wohle.